Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich natürlich mal wieder ein Adventskalender-Unboxing für dich. Und zwar geht es heute um den allengefragten Flaconi-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn ich neue Adventskalender entdecke, dann poste ich das auf Instagram. Ich heiße AiduikeP, folgt mir dort sehr, sehr gerne. Denn da poste ich nicht nur Adventskalender, sondern auch andere Aktionen, die mir so ins Auge stechen oder die ich halt so zugeschickt bekomme. Mensch, wo man halt was Tolles bekommen kann. Ich bin ein bisschen aufgeregt und heute kam ich nach der Arbeit nach Hause. Und es sind irre viele Pakete für mich eingetroffen. Und als erstes wollte ich den Flaconi Adventskalender mit dir zusammen aufmachen. Alto Belli, ich bin so aufgeregt. Ich habe noch kein Video dazu gesehen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich will nicht lange quatschen. Wir legen los. Den Adventskalender kannst du auf flaconi.de für, ich glaube, 49,95 kaufen. 24 Sparkling Beauty Gifts ist das Motto des Kalenders. Es sind alles Boxen, die ich total großartig finde. Das sind so in Recyclingpapier, die Boxen. Das finde ich auch toll mit goldener Schrift. Selected by Flaconi, das heißt, da sind verschiedene Marken drin, ja, die wir kennenlernen dürfen. Und hier hinten siehst du, dass man den Kalender so schön aufstellen kann, denn er steht so ein bisschen schräg und das finde ich ziemlich cool gemacht. Das heißt, er wird dir nicht umfallen, er wird dir den ganzen Advent über richtig schön in der, wo auch immer er steht, dekorativ stehen. Ich will ihn aufmachen, Leute, merkt ihr das? Ich bin doch etwas aufgeregt. Ich stelle den mal mir in den Hintergrund und dann öffnen wir den zusammen, okay? So sieht er dann quasi aus, wenn er im Regal steht. Das ist zur Größenordnung ein Billigregal von Ikea und ja, los geht's. Du kannst halt die Sachen auch echt gut weiterverwenden, ne? Weil Boxen in der Nummer 1, die Zahlen stehen auf Englisch dann drauf oder sind halt irgendwie wie auch immer. Ach, guck mal. Da hast du einmal eine Rose Slice Mask. Die mag ich nicht so gerne. Das heißt, die kommt in die Verlosung. Habe ich schon gesagt, dass es in diesem Video eine Verlosung gibt. Es gibt in diesem Video eine Verlosung. Das ist das erste Teil, was in die Verlosung kommt. 24 Sparkling Beauty Gifts selected by Flaconi. Und hier hinten ist dann nochmal drauf, welche Produkte da drin sein könnten. Love, Nivea, Ico, Kneipp, Catrice. It's time to sparkle. Nachdem sie heute hinter Türchen 1 bereits die erste Beauty-Überraschung entdecken durften, wollen wir ihnen nun einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was noch auf sie wartet. Naja, wir werden heute alles aufmachen, ne? Auf Produkte der unten abgebildeten Highlight-Brands dürfen Sie in den nächsten 23 Tagen gespannt sein. Zeigen Sie uns doch gerne auf Instagram Ihren persönlichen Flaconi-Adventskalender-Moment mit dem Hashtag Sparkle for Xmas. Mach ich. Flaconi wünscht eine wundervolle und besinnliche Weihnachtszeit und viel Freude mit ihren neuen Beauty-Produkten. Ja, finde ich ziemlich witzig, dass du direkt in der 1 quasi so eine Ankündigungskarte hast. Aber, wie gesagt, das war in der 1. Von Coco Star ist die Maske übrigens. Ja, ne, das sind halt so einzelne Slices. Das sind Rosenblätter. Ja, ich mag lieber, wenn ich es Full Face drauf habe. Hier haben wir die Nummer 2. Und die fühlt sich etwas schwerer an. Okay, auf! Nein, nicht die Seite, andere Seite. Ach so, so macht man das auch. Von Marvis Cinnamon Mint. Was ist das? Eine Zahnpasta. Okay, Leute, eine Zahnpasta. Ich habe genug Zahnpasten in letzter Zeit. Ich finde auch, eine Zahnpasta hat in einem Adventskalender echt nichts zu suchen. Ganz ehrlich. Nee, da sind 25 Milliliter drin, ne? Die kommt auch mit in die Verlosung. Keine Zahnpasta für Claudi, bitte. Wisst ihr, wie viele Backups ich mittlerweile im Schrank stehen habe? Ich glaube, so 8. Die Nummer 3 ist wieder relativ leicht. Och, nö. Das ist eine Parfümprobe. B. Blue Marine. Oh, ich habe mich so drauf gefreut. 1,5 Milliliter Eau de Parfum. Oh, nö. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht jetzt ganz viele Proben da drin. Das finde ich jetzt doof, ne? Ja, es riecht ganz gut. Riecht wie Ozean mit Blumen. Also so ein bisschen, ne, dieser nicht doch schon irgendwie so ein aquatischer Duft zusammen mit ein bisschen blumig. Das riecht schon ganz geil, aber es ist eine Probe. Die kriegst du so im Laden auch. Oh nö. Bin doch gerade so voller Elan hier angefangen und nö. Die Nummer 4 ist hier. Und wir haben da drin von Sesh Viet Dry Fast Top Coat. Okay, das sind
3,6 Milliliter Topcoat, dass ein Nagellack in irgendeiner Art und Weise mit dabei ist. Habe ich schon mit gerechnet? Ist okay. Ist okay. Den behalte ich auch. Aber jetzt bitte nicht so ein Iselkackenkram. Die Nummer 5 ist ziemlich groß. Kneipp-Badekristalle, Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz. Nett. Ja, ich habe ja wie gesagt meine quasi Badewanne oben. Verhilft nachweislich zu tiefer Entspannung und innerer Ruhe. Ne? Werde ich auch behalten. Aber ich möchte, dass da mehr Kabam drin ist. Irgendwie, jetzt gerade ist noch kein Kabam-Moment, aber wir haben jetzt den Nikolaus. Wir hoffen auf den Nikolaus. Die Nummer 6 ist erschreckend klein. Da ist bestimmt ein Lippenstift oder eine Mascara drin von der Größe her, oder? Lippenstift. Von Love, L-O-V. Lippe Fair Matte Exposed. Matte Exposed, Nummer 931. Color Care and Lipstick. Okay, das scheint aber aus eher so ein... Na, wir swatchen den mal. Es fühlt sich von außen ganz schön an. Es lässt sich hier gerade schön öffnen. Das ist auch positiv. Der ist schön schwer. Ich mag die Love Lipsticks. Oh Gott, die ist echt richtig matt. Ja. Ja, ne? Das ist halt auch wieder so ein typischer Ton, den man wahrscheinlich schon ein paar Mal hat. Das ist okay. Es sieht auch sehr deckend aus. Sehr schön vom Finish auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber für Nikolaus einen Lippenstift. Hat mich jetzt noch nicht ganz so glücklich gemacht. Die Nummer 7. Ist sehr groß, sehr leicht. Self-Tanning. Bitte. Von Comodines, All Skin Types, Natural and Fast Bronzing, Self-Tanning, Selbstbräunertücher. Und zwar ist hier ein Tuch drin. Ich packe euch das in die Verlosung, weil ich benutze keine Selbstbräuner. Verleiht eine natürliche und gleichmäßige Bräunung ab 3 Stunden nach der Anwendung. Auf sauberer, trockener und hydratisierter Haut anwenden, nach dem Auftragen Hände waschen. Ja. Hier steht auch noch Free Sample drauf, ne? Menno. Hier haben wir die Nummer 8. Auch wieder sehr leicht. Oh nein. Oh bitte. Oh bitte. Es ist ein Invisibobble drin. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass wir 49,95 für diesen Kalender bezahlt haben, ne? Das Beste an dem Adventskalender bislang war der Adventskalender an sich. Also das Verpackungsdesign. Das behalte ich übrigens. Ich hoffe, dass es ein richtiges Invisibobble ist. Ich habe dir auf jeden Fall hier den Preis eingeblendet für ein Original Invisibobble, weil ich davon jetzt einfach mal ausgehen möchte. Normalerweise, wenn du meine Adventskalender-Unboxing siehst, bin ich immer sehr gut gelaunt, finde es super, aber jetzt gerade bin ich super enttäuscht. Die Nummer 9. Groß, relativ schwer. Ein Tiegel. My Curls Movie Star Novex Deep Hair Mask. Okay, das ist eine Haarmaske, das ist schon mal nett. Frei von Paraben, Petrolatum, Silikon und Sulfaten. Soft Curls, Shiny Like a Star. Shining Like a Star, das ist schon mal ganz nett. Nummer 1 Bestseller in Brasilien. Ja, das ist die Haarmaske. Die werde ich auch benutzen, die werde ich verwenden. Okay, denn 100 Gramm sind da drin. Wenn du etwas für trockene Haare suchst, für sehr, sehr, sehr trockene Haare, dann kann man sich auch mal die Lockenprodukte anschauen, weil die halt immer sehr feuchtigkeitsspendend sind, weil Lockenköpfe sind meistens etwas trockener. Und es riecht wirklich geil. Also das ist hier so eine etwas cremigere Textur. Aber ja, ne? Eine feste Textur, das fällt so nicht raus. Ja, eine Haarmaske. Okay, das ist jetzt auch bislang das Highlight. Sieht aber aus wie eine Kaugummi-Verpackung, oder? Oh Mann. Nummer 9 war das. Auch Nummer 10 ist wieder sehr leicht. Bitte keine Parfümprobe. Narciso Rodriguez. Okay, es ist ein gutes Parfüm. Eau de Parfum Poudre. Da ist 1 Milliliter drin. Ja. Warum immer diese Proben in Adventskalendern? Ich fand das letztes Jahr schon so
grenzwertig, ne? Ja, den Duft kenne ich, den liebe ich, ne? Der ist extrem samtig, sehr weich, sehr pudrig, sehr angenehm, sehr weiblich. Mag ich unheimlich gerne. Also ich mag das Parfüm auch sehr, sehr gerne. Aber es muss nicht in einem Adventskalender für 49,95 drin sein. Die Nummer 11. Wieder so leicht. Boah, ey, jetzt nicht schon wieder eine Probe oder ein einzelnes Haargummi. Dear Claire's 3 ml Supple Preparation Facial Toner. Dein Ernst jetzt? 3 ml, so eine Probe? Also, Moisturizing and Toning balances pH level for all skin type for day and night. Ja, 3 ml. Ey, nee. Die Nummer 12 ist lang, schmal und schwer. Ich bin gerade so enttäuscht. Ja, Nagellack. Den kriegt ihr, komm. Alessandro Nail Polish. 5 ml sind hier drin. Der ist vegan. Und das ist die Farbe I Love You. Ja, weil ich euch lieb habe, bekommt ihr die Farbe I Love You. Ne? Das ist eine schöne rote Farbe. Dunkelrot, Kirschrot. Da kann ich auch gerade nicht so viel zu sagen, weil ich gerade so irre enttäuscht bin. Das war jetzt die Halbzeit. Und ich bin zur Halbzeit schon so enttäuscht. Also das brauchbarste Produkt, was ich da jetzt drin hatte, war die Haarmaske. Die Nummer 13 ist wieder lang und schwer. Wir haben hier eine High Impact Mascara von Clinique drin. Da weiß ich, dass die relativ teuer ist. Da sind drin 3,5 ml und die hatte ich schon mal, die habe ich auch schon mal verlost. Die kommt jetzt auch wieder mit in die Verlosung. Ich lasse sie auch einfach mal zu. Die hat ein schönes Bürstchen, das ist ein Kunsthaarbürstchen. Ja, ne? Ist hier eine Mascara drin. Das finde ich prinzipiell ganz schön, aber auch das wieder eine Probegröße, auch das wieder in sich Sets schon mal drin gewesen. Die hast du sehr oft bei Douglas gratis mit dabei gekriegt. 14. Hört sich schon wieder an wie ein Lippenstift. Ne. Veleda Granatapfel regenerierende Pflegelotion. Süß. 20 ml, das ist auch wieder so ein Pröbchen. Jo, ne, kann man mal haben. Werde ich verwenden, wird für einmal ein Creme reichen, denke ich mal. Kann ich dementsprechend ja auch mal auf meiner Hand swatchen. Genau, also es ist halt etwas fester von der Konsistenz gewesen. Also der Tropfen bleibt stehen und der Duft kommt mir jetzt schon entgegen, wo ich das nur verreibe. Es ist halt recht säuerlich, aber nicht zu extrem. Du hast ja noch einen Naturkosmetik-Unterton quasi mit dabei. Ja, ne, ist jetzt nicht mein favorisierter Duft, sage ich mal, aber für einmal ein Creme soll es wohl okay sein. Hinterlässt so einen schönen Fettfilm. Nicht Fettfilm. Mann, ich bin gerade so negativ. Das muss ich ablegen. Einen schönen, eingecremten, Feuchtigkeit gespendeten Film auf der Haut. Die Haut fühlt sich schön danach an. Das muss ich wirklich sagen. Jetzt gerade meine Hand, die fühlt sich sehr schön weich an. Wird heute Abend verwendet. Ja, ich denke, dass es auch klasse sein wird. Aber es sind wieder halt 20 ml. Das ist relativ wenig, ne? Oh Mann, ja, was soll ich denn hier mit diesem Sparkling Xmas Moment machen? Sparkle for Xmas. Dann müsstet ihr mal vorher Sparkling machen, damit da Sparkling drin ist, damit hier Sparkling passiert in meinem Gesicht. Aber es ist nicht viel mit Sparkling zu holen gerade, Leute, ganz ehrlich. Das war gerichtet an die Flaconi Adventskalender Befüller. Die Nummer 15 ist wieder etwas größer und sie fühlt sich schwer an. Es scheint irgendein Puderprodukt zu sein. Jo, Catrice Arctic Glow Highlighter, Jupiter's Glow ist die Farbe und das ist per se ganz nice. Aber ja, Catrice ist jetzt auch nicht so die teuerste Marke überhaupt, ne? Das ist zwar auf flaconi.de auch vertreten, aber vielleicht in einem Adventskalender hätte ich mir ein etwas höherpreisigeres Produkt gewünscht. Nur mal so. Ja, das ist ein gebackener Highlighter, der auch halt so ein Hubbel ist. Fühlt sich schön an. Ich kenne Catrice Highlighter. Ich mag die wohl, ne? Ist halt so mit so einem lila Schimmer mit dabei. Da ist die Frage, ist ein lila Schimmer was für jeder Mann? Das bäsche ich natürlich weg, ne? Ist krass. Ist sehr krass. Ja. Der ist irgendwie geil. Der hat was, ne? Der passt auch schon zu Weihnachten. Ja, komm. Sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst, aber ja. Ist gute Qualität. Ja, okay. Ich will jetzt ja auch nicht alle schlecht machen, ne? Wir fassen neuen Mut und machen weiter.
Die Nummer 16 ist relativ leicht. Es ist bestimmt wieder eine Parfümprobe, Leute, oder? Klar. Caviar Gauche, auch das wieder ein schönes Parfüm. Da sind drin 2 Milliliter. Okay, nicht schlecht, aber dafür ist es halt einfach mal kein Pumpspender. Ich hasse solche Dinger. Ich hasse es, wenn es kein Pumper ist. Warum macht man da so ein Vieh rein, ne? Sorry. Ja, riecht fruchtig, riecht ganz angenehm, kann man da machen. Aber muss man auch nicht. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen eingesaut gerade, weil das natürlich blöd zu öffnen ist. Wird auch von mir verwendet, ja. Ist garantiert auch ein total tolles Parfüm, aber wenn der Originalflakon schon so schön aussehen kann, Entschuldigung, hier fliegt gerade ein Flugzeug bei uns übers Haus, warum macht man dann ein Parfüm, ach, keine Ahnung, so ein Zerstäuber dran wäre wenigstens etwas gewesen, oder? Naja. Okay, die Nummer 17 ist jetzt ein bisschen schwerer und größer. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich bitte einfach nicht. Ist es groß? Ist bestimmt irgendwie ein Make-up-Entferner oder so. Ja, natürlich. Es ist ein Nivea Micelle Air Micellenwasser für Gesicht, Augen und Lippen. Das sind 100 Milliliter drin. Ja, ne? Ist ganz schön. Kann man wohl mal machen. Werde ich behalten und verwenden. Riecht nach nichts. Ich rieche gerade eh nur noch dieses Caviar Gauche Parfüm in meinen Fingern, weil das gerade so explodiert ist. Ja, die Nummer 18 ist auch wieder so halb groß und halb schwer. Nein. Ja, es geht. Amande von L'Occitane. Ich kann das nicht aussprechen. 35 Milliliter. Ein Duschöl ist das. L'Occitane. Wonach riechst du? With Almond Oil. Ah, mit Mandelöl. Okay. Wir riechen. Ja, kann man machen. Ist eine ganz witzige Öffnung hier oben, ne? Also, dass du das hier so, meine Fingernägel sehen furchtbar, Entschuldigung. Dass du das so hochklappen kannst, ist ganz witzig. Ja, ne? Ist okay. Die Nummer 19 ist wieder lang und schmal und es ist bestimmt irgendwie Nagellack oder so drin. Nee, kein Nagellack. Manhattan Endless Color and Matte eine Lip Butter. Ja, ne, das ist eine schöne Farbe. Das ist von Manhattan. Manhattan finde ich jetzt mal positiv. Das gefällt mir auch von der Optik her. Das ist so ähnlich wie die von Astor, die ich auch kenne. Die riecht auch sehr, sehr angenehm. Wird jetzt auch hier mal geswatcht. Oh, die hat eine richtig krasse Farbabgabe. Das ist der obere Swatch. Passt farblich beides sehr, sehr gut zusammen. Also herrlich, muss ich gerade mal wirklich sagen. Das ist ja ungefähr mal einfach die gleiche Farbe, ne? Leute, ihr habt gesehen, ich habe es nur geswatcht, okay? Den Lippenstift von Love packe ich euch in die Verlosung und den von Manhattan werde ich behalten. Wie gesagt, den von Love, den habe ich ja nur hier auf meinem Handrücken geswatcht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie das an den Lippen gehabt, ne? Ich habe ihn nur auf meinem Handrücken geswatcht und der war vorher gewaschen. Also den von Love packe ich dir mit in die Verlosung, weil zweimal den gleichen Lippenstift brauche ich nun wirklich nicht. Und ja. Der spricht mich hier einfach mehr an, weil Lip Butter, keine Ahnung, Color and Matte, Endless Color and Matte. Und das ist die Farbe Wine O'Clock. Ja, ne? Es ist halt einfach mal fast ziemlich genau die gleiche Farbe. Das ist echt ätzend gerade. 20. Auch wieder relativ leicht für die Größe, die es sein könnte. Oh ja, ein Handspiegel. Beauty is an Attitude. Kommt mit in die Verlosung, denn ich habe Handspiegel, zum Beispiel den von Jana, der total cool ist. Ja. Die 21 ist groß und recht schwer und da bin ich doch, ja, es ist ein großes Pöttchen. Es ist eine Nivea-Creme. Kann man gut gebrauchen, werde ich behalten. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ne? Es ist halt eine Nivea-Creme. Es ist eine Nivea-Creme. Ich brauche gar nicht dran riechen. Ich weiß doch, wie Nivea-Creme riecht. Aber jetzt habe ich eine da. Ich hatte erst wirklich mit dem Gedanken gespielt, weil mein Freund hatte mich gefragt, welchen Adventskalender ich mir gegebenenfalls wünsche, weil er ja auch von mir was bekommt, ne?
Da hatte ich erst gedacht, ich würde mir den hier wünschen. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, weil ich so enttäuscht bin. Und ich war letztes Jahr schon relativ enttäuscht von dem Depot-Adventskalender, den ich mir definitiv nicht nochmal wünschen werde. Und den hatte ich letztes Jahr halt von ihm bekommen. Ja, traurig, Leute, echt. Jetzt habe ich hier die 22. Also wenn da jetzt nicht irgendwie mal ein paar Knaller kommen, dann bin ich sauer. Ja, nee. Aiko Hair Fresh Ups wandern in die Verlosung, mag ich nicht. Perfume Sheets. 8 Sheets sind drin, enthält 8 Tücher. Ja, nee, mag ich nicht. Entfernt unerwünschte Gerüche, verleiht dem Haar einen leichten, frischen Duft. Streiche das Parfüm, streiche mit dem Parfümtuch von Haaransatz bis in die Spitzen. Macht meine Haare leider nur fettig, funktioniert nicht. Kann ich, wenn dann, nur in den Längen nehmen und da macht es für mich irgendwie keinen Sinn. Nö. Also da war der Douglas Adventskalender doch um Längen besser. Sowohl der Douglas Make-up Adventskalender als auch der Douglas generell für 39,95 Adventskalender, oder? Auch wenn da vielleicht mal kleinere Produkte drin waren, aber trotzdem. Die Nummer 23 ist wieder extrem leicht und das ist doch garantiert eine Parfümprobe. So schön vom Heiligen Abend, jo, nochmal eine Parfümprobe raushauen. Scotch and Soda Amsterdam Couture Eau de Parfum Woman. Das ist dieses hier, 2 Milliliter sind da drin. Und auch das ist wieder, ich könnte gerade echt, oh, so ein Dip-Gedöns. Bitte, ey, echt. Es riecht sehr frisch, das ist nicht so ganz meine Welt. Nee, es riecht mir zu frisch, zu sportlich. Das ist gar nicht meins, obwohl das hier im Flakon gar nicht so aussieht, ne? Das packe ich dir mal mit in die Verlosung. Tut mir leid, aber, ne? Weg ist es weg. Oh Mann, ey. Also, wenn die 24 jetzt nicht so ein richtiges Kabam ist, ne? Ich weiß auch nicht. Die 24 ist relativ klein und relativ leicht. Also, was ist da drin? Was? Irgendein Puder. Banana Setting Powder von, weiß ich nicht, von Bella Pierre. Okay, das ist schon mal ganz nett. Bella Pierre ist eine gute Marke. Da haben wir drin 4 Gramm. Ja. Ne? Das ist wirklich ein Highlight-Produkt, das muss man wirklich sagen. Ja, das ist ein 24-Produkt. Jedenfalls für den Adventskalender in Relation zu den anderen Produkten, die drin waren. Ja, das werde ich auch behalten, werde ich verwenden, hoffe ich. Ja, Banana Powder. Wobei eigentlich die Zeit des Bakings leider vorbei ist, aber hey, ne? Ist im Adventskalender mit drin. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so mega enttäuscht von diesem Adventskalender. Dennoch blende ich dir hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke schon, dass das relativ hoch sein wird, ja. Und ich denke auch, dass der Wert den Adventskalenderwert übersteigen wird, ja. Also den, was ich dafür, die 49,95 bezahlt habe. Dennoch würde ich ihn dir gar nicht empfehlen, dir zu holen, denn so umwerfend sind die Produkte gar nicht. Hol dir doch lieber für 49,95 genau das, worauf du gerade Bock hast. Ich glaube, das macht mehr Sinn, ja. Denk auf jeden Fall an die Verlosung von den Produkten, die ich dir beiseite gestellt habe. Was du gewinnen kannst, hast du ja im Video mitbekommen und ja. Ich werde jetzt den ASOS Adventskalender aufmachen, der mich dann hoffentlich etwas glücklicher machen wird. Ne? Ich brauche wieder ein bisschen gute Laune, denn ich bin gerade echt niedergeschlagen, denn ich habe dafür einfach mein eigenes hart verdientes Geld ausgegeben. Doof. Ja, egal, wie dem auch sei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!